Nach einem traumhaften Start in das Wochenende, nämlich mit einem Lagerfeuerkonzert auf der Premiere der ersten Camper- und Van-Messe in Fulda, sollte es Richtung Süden gehen. Jetzt, wo ich den Weg weiß. Doch leider kam es anders. Der Wind, das himmlische Kind. Ganz schön stürmisch. Oh, hier in Italien. Nix da Italien. Long story. Aber so ist das halt, wenn man auf Reisen geht. Wir hatten zwar unsere Corona-Erkrankung lange überstanden, aber anscheinend noch nicht lange genug. Denn irgendwie kamen da so Nachwirkungen und wir waren ziemlich am Zweifeln, ob wir uns weiter auf den Weg machen sollen. Jetzt sitzen wir hier in Lindau, Schatz, anstatt in Italien. So ist das manchmal im Leben, ne? Aber ich muss Brille aufziehen, weil ich habe so Augenprobleme. Und Jörg hat irgendwie Kreislauf, keine Ahnung. Und wir merken, Corona ist doch mehr, als man so denkt. Ne? Ja, hält sich gut. Er hält sich echt noch wacker, obwohl wir ja keinen, also wir sind ja nicht mehr infiziert, aber der Körper ist noch echt nicht so fit. Deswegen wissen wir jetzt gar nicht, ob wir wirklich weiterfahren oder ob wir beenden. Zusammen sind wir stark. Man kann auch den Rückweg noch zum schönen den Rückweg? Ziel machen. Ja. Wir sind doch gerade erst losgefahren. Oh, wir sind schon 4 Wochen unterwegs. So. Was? Gar nie war. Seit gestern. Okay, aber jetzt kommen wir genießen das jetzt hier zu sein. Wer weiß, ob das gut ist. Also dachten wir uns, legen wir erstmal eine Pause ein. Und das ist ja das Tolle am Wohnmobilfahren, denn wir können ja überall halten, oder? Der Parkcamping in Lindau war komplett ausgebucht. Und der Wohnmobilstellplatz hat uns persönlich nicht so zugesagt. Also sind wir weitergefahren. Weiter und weiter und weiter und weiter. Alles voll war. So, wir sind jetzt weitergefahren nach Scheidegg, weil echt der Bodensee, das ist sonst alles viel zu voll gewesen. Das ist so ein Hotspot und guck mal, man wacht sogar auf mit blauem Himmel. Wow. Der Wohnmobilstellplatz in Scheidegg ist wirklich traumhaft. Umgeben von ganz viel Natur liegt er ungefähr 1,2 Kilometer vom Ortszentrum entfernt. Und die 22 Plätze verfügen wirklich über alles, was das Wohnmobilherz begehrt. Ja, hier haben wir natürlich alles, was wir brauchen. Mülltrennung, Frischwasser, Entsorgungsstation, Ver- und Entsorgung. Und hier ist eben auch nochmal sehr schön so eine kleine Scheidegg-Info. Und da gibt es dann auch noch einige Infos. Ja. Bezahlt haben wir 17,50 Euro, komplett mit Ver- und Entsorgung, Strom und Kurtaxe. Freies WLAN gibt es dort auch. Unmittelbar am Stellplatz gibt es eine Bushaltestelle, die einen dann in die diversen Ortschaften führt und auch ein Hotel und Restaurants. Also das heißt, man kann hier auch entsprechend gut essen. Im Tourismusbüro bekommt ihr alle möglichen Infos rund um Scheidegg und auch den Platz. Denn es gibt wirklich eine ganze Menge hier zu erleben. Und hier sieht man schon, also es gibt hier Premium-Wanderwege Berg und See von 5 1/4 Stunden. Es gibt hier auch ein Kurhaus, es gibt hier einen Kneipp-Rundwanderweg und es gibt, und das würde mich extrem interessieren, Skywalk Allgäu. Kinderwagentauglich, 40 Minuten, hätte ich ja schon Lust zu. Herrlich, ne? Also ging es kurz entschlossen, einfach nicht weiter. Also ich finde die Luft, die tut so gut. Sondern wir sind in die Verlängerung gegangen. Ja, wir riechen leider den Wald nicht. Man kann einmal sagen, was am Sonnenlicht aufwächst, entwickelt sich gesund, kräftig und vollständig. Was in der Dunkelheit wächst, ist und bleibt verkümmert. Es lässt sich mit Recht behaupten, dass Helle und Sonnenlicht sehr dazu beitragen, eine gute Stimmung im Menschen hervorzubringen. Somit auf Geist und Körper wesentlich einwirken, Schatz. Und guck mal, wie hell wir es haben. Sind wir doch an dem schönsten Platz der Welt. Schönes Gefühl, schönes Gefühl.
gibt es hier irgendwie was, eine Restauration da, ne? Da können wir doch jetzt mal was trinken, oder? Wir suchen den Eingang. Ach, richtig schön hier. Toll. Also das ist der Skywalk. Wir wollten uns jetzt eigentlich hier hinsetzen und was trinken. Das kann man aber nicht. Also, weil es hier vorhabt, hier zu trinken, ihr müsst dann Eintritt zahlen. Und das ist 12,50 Euro. Dann wäre ein teurer Trink pro Person. Also gehen wir weiter. Der Skywalk-Erlebnispark hat eigentlich das ganze Jahr auf. Es gibt nur 2 Monate, wo es eine Betriebspause gibt. Schaut einfach auf der Internetseite nach, dann könnt ihr das nachlesen. Wenn ich hochlaufen will, da hinten sieht man Wohnmobile stehen. Autos sowieso, kann man sich natürlich hier hinstellen. Ich weiß nicht, ob man sogar vielleicht über Nacht hier stehen darf, aber muss ja nicht sein. Wir haben ja unten den schönen Stellplatz. Für uns ging es dann erstmal wieder runter zum Stellplatz. Vor allen Dingen mit der Frage im Gepäck. Was sagst du? Hier lang oder da lang? Ja, wo geht's denn hin? Und wie geht's denn weiter? So, das ist jetzt mal eine ganz neue für uns oder auch für mich Feststellung, wenn es einem nicht so gut geht. Ne? Man liest ja manchmal, aus gesundheitlichen Gründen muss ich mein Wohnmobil verkaufen. Da habe ich immer gedacht, das verstehe ich gar nicht. Gerade wenn ich krank bin, dann würde ich das auf keinen Fall verkaufen. Und wenn ich mich nur da reinlege. Aber es ist wirklich... Man kann die Dinge nicht mehr vielleicht so genießen, könnte ich mir vorstellen. Und ich könnte mir auch vorstellen, jemand, der älter ist, dass er vielleicht in Sorge ist. Also gestern, als es Jörg da zwischenzeitlich echt richtig schlecht ging, da habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt? Also Mädels, ne? Ich glaube, ich muss mich jetzt doch noch mal öfter an Steuer setzen und ein bisschen auch für Notfall gerüstet sein. Klar hätte ich das auch geschafft, aber man ist ja dann auch noch doppelt irgendwie angespannt. Aber wir haben das dann richtig gemacht, also nächsten Platz suchen, das war jetzt in Lindau, anhalten und warten, bis es besser geht und alles gut. Aber ja, das ist doch auch echt eine Challenge und eine neue Erfahrung, spannend. Ja, wie es jetzt weitergeht, das wird jetzt nur doppelte Spannung. Die Luft ist hier vielleicht sicher, die ist richtig gut. Vielleicht bleiben wir einfach hier noch einen Tag, wäre auch eine Variante. Also sind wir noch mal einen Tag in die Verlängerung gegangen, haben das Kurhaus direkt nebenan genutzt und die Sanitäranlagen besucht und eine tolle Einkehr gemacht, nämlich bei Herrn Forster. Genau, Forster Einkehr. Leider haben wir keine Aufnahmen davon, aber es lohnt sich, dorthin zu gehen. Einfache Speisen, ein traumhaftes Panorama und der Apfelstrudel. Köstlich. Hier leert es sich. Alle wollen natürlich bei dem schönen Wetter zu den Hotspots, Bodensee, Königssee und so weiter und so weiter. Und ja, wir wissen noch nicht so genau. Auf jeden Fall geht's besser. Und dann kommt auch wieder die Reiselust. Jörg guckt schon, ich sehe das, auf seinen Google Maps. Trinkt sein Käffchen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, wenn er Kaffee trinkt. Aber wir wissen echt überhaupt nicht, wo wir hinfahren sollen. Noch nie da gewesen. Wenn das Leben dir Zitronen schenkt, mach Limonade draus. Und genau das haben wir gemacht. Es war wunderschön hier in Scheidegg. Wir hatten echt das Glück, dass so wunderschönes Wetter ist. Und eigentlich waren wir verführt, auch heute zu bleiben, weil es ist strahlend blauer Himmel. Und jetzt fahren wir mal so ganz langsam weiter. Noch ist nicht so ganz klar, wohin die Reise geht. Wir machen es so, wir gucken einfach jeden Tag neu und wir nehmen euch mit. Es ist auf jeden Fall eine der spannendsten und herausforderndsten Herbsttouren, die wir jemals erlebt haben. Und die Erkenntnis, ja, erstens, das Ziel findet dich, auch wenn es dir nicht passt. Und das Zweite ist, ja, dass man einfach auch dann Demut haben muss, wenn etwas nicht mehr so funktioniert und wenn Wünsche und Ziele eben, ja, wenn da so ein Strich durch die Rechnung gemacht wird. Aber gut, das sind eben die Lerneffekte. Ich sag ja, Reisen ist nicht nur beste Paartherapie, sondern auch für uns eine super Möglichkeit, über das ein oder andere nachzudenken und zu lernen. Und jetzt geht's wirklich weiter. Und wohin es geht, das ist noch eine große Frage. Jetzt erstmal Wasser ablassen, Pferd entsorgen und dann in diese Richtung, glaube ich. Oder in die? Ich weiß noch nicht genau. So, Schatz, wir haben es geschafft, ne? Wir haben es geschafft. Alle geschafft. 2 Tage hier, nee, 3 Tage, glaube ich, haben wir hier gestanden, oder? Ja.
Wir waren beim Arzt, wir sind spazieren gegangen, wir sind beschenkt worden mit wunderschönem Sonnenwetter. Wir haben uns kaum gestritten, trotz dieser Krise. Und die Dame, die spricht schon wieder. Das macht mir gute Gefühle, wenn unser Navi mit uns wieder spricht. Aber das innere Navi, das ist das Wichtigste. So, und jetzt bin ich mal gespannt, wie das jetzt hier heute weitergeht.